Also ganz ehrlich gesagt ist Liberalismus eine Grundlage menschlichen Lebens, so wie wir es uns gerne wünschen. Und ich glaube, für mich als Wissenschaftler, der 30 Jahre lang in Kalifornien und jetzt auch in Baden-Württemberg in Deutschland Erfahrung gesammelt hat, ist es klar, dass wir eine Wahl haben, wie, in welche Richtung sich die Welt bewegt. Die Welt kann sich in Richtung mehr totalitären Lebens bewegen, wie wir es ja in einigen Ländern erleben. Und diese Modelle sind ja erstaunlich erfolgreich. Oder wir können es schaffen und wir müssen daran arbeiten, in einer liberalen Welt zu leben, in einer selbstbestimmten Welt, in einer demokratisch bestimmten Welt. Und ich glaube, der Liberalismus ist die Kernbewegung, die dafür sorgt, dass auch künftige Generationen in dieser Art von Welt leben können. Und ich halte es für unerlässlich, dass wir gerade in Baden-Württemberg, das Kernland des Liberalismus in Deutschland, 1848 waren die letzten Revolutionäre für die Pauluskirchenrevolution in Baden-Württemberg, in Baden, um es genauer zu sagen. Und auf dieser Tradition aufbauend, glaube ich, sollten wir dafür sorgen, dass der Liberalismus in Deutschland die ihm eigentlich zustehende starke Stellung bekommt und erhält als ein Bollwerk gegen all die Anfechtungen der Kontrolle, der Staatskontrolle, des Totalitarismus, was bei uns in Deutschland noch nicht so gefährlich ist, aber auf Dauer natürlich immer eine Herausforderung darstellt. Ich glaube, wir können in Baden-Württemberg dadurch, dass wir das Bollwerk des Liberalismus in Deutschland bilden, dafür sorgen, dass die liberale Idee in Deutschland nicht untergeht, sondern ganz im Gegenteil eine starke, zukunftsweisende Idee ist. Denn wir wollen nicht nur liberal heute leben, wir wollen auch zukünftigen Generationen liberales Leben ermöglichen. Und das bedeutet, wir müssen auch dafür sorgen, dass wir uns umstellen auf Nachhaltigkeit. Denn wahre Liberalität sorgt auch für die Liberalität der zukünftigen Generationen.